Herzlich willkommen zum vierten und letzten Termin unserer digitalen Workshop-Reihe Eine Schulstunde Geschichtswettbewerb. Unser heutiges Thema lautet Geschichte darstellen, kreative Beiträge beim Geschichtswettbewerb. Mein Name ist Kirsten Pörschke, ich arbeite hier im Wettbewerbsteam und moderiere durch die nächsten 45 Minuten. Und wir haben heute auch wieder einen Gast, worüber ich mich sehr freue. Und zwar ist das heute Thomas Hauptmann, Studienrat, Lehrer an der Sigmund-Löwe-Schule der staatlichen Realschule Kronbach in Bayern. Und er wird von seinen Erfahrungen und Betreuen von kreativen Beiträgen berichten. Vorher möchte ich aber ganz kurz anhand von eigentlich nur drei Beispielen ein bisschen die Bandbreite dessen zeigen, was an kreativen Beiträgen zum Geschichtswettbewerb uns so erreicht und ein paar Hinweise geben, was bei kreativen Beiträgen zu beachten ist. Ja, also kreative Beiträge sind beim Geschichtswettbewerb herzlich willkommen. Zum einen, weil wir auch all die Kinder und Jugendlichen erreichen und für Geschichte begeistern möchten, deren Sache das Schreiben von 30, 40, 50-seitigen Beiträgen mit Fußnoten nicht so sehr ihre Sache ist, die aber vielleicht Lust haben, sich eben anders und kreativ auszudrücken. Und wir freuen uns auch über kreative Beiträge, weil diese kreativen Darstellungsformen oft mehr Menschen erreichen und mehr Menschen dann auch von den tollen Forschungsprojekten, die dahinterstehen, erfahren. Etwa wenn ein Film entstanden ist oder ein Podcast, den man dann auch noch, oder eine Stadtführung, ein Theaterstück, was man vielleicht noch in der Schule aufführt oder womit mehr Publikum, mehr Öffentlichkeit zu erreichen ist. Genau, von den Beiträgen zur letzten Ausschreibung, Bewegte Zeiten, Sport macht Gesellschaft, waren gut 40%, genau 40% der Beiträge waren kreativ und ungefähr so viele hatten wir auch schon in der Runde davor, es sind so ungefähr 60% der Beiträge sind die klassischen schriftlichen Beiträge, 40% kreativ. Was vor allem zunimmt, sind Filme, Videos und Audiobeiträge, ob das jetzt Podcasts sind oder ja, so kleine Radio-Features oder auch Hörspiele. Die werden auch immer beliebter, weil durch die Smartphones, mit denen die Kinder und Jugendlichen ja sehr souverän umgehen, das einfach technisch nicht mehr so ein großes Hindernis ist, solche Beiträge zu erstellen. Was auch stärker wird, sind digitale Beiträge, darunter fallen Webseiten, Apps, aber auch PowerPoint-Präsentationen. Und PowerPoint-Präsentationen sind in den Jurys vom Geschichtswettbewerb immer so ein bisschen ambivalent betrachtet, weil wir bekommen schon auch PowerPoint-Präsentationen, die gerne in der Darstellung vertuschen, dass vielleicht doch gar nicht so viel erarbeitet wurde. Und das lässt sich dann aber bildlich großziehen und mit einer großen Schrift auf viele Folien verteilen. Wir haben aber auch ganz tolle PowerPoints bekommen und hatten auch schon mal einen ersten Bundespreis, der auch so die multimedialen Möglichkeiten einer Präsentation ausgeschöpft hat und da einfach auch Videos zum Beispiel mit eingearbeitet hat. Genau, kreative Beiträge, darunter fällt eine ganze Menge. Das kann das fiktive Tagebuch sein, das kann ein Comic sein, eine Graphic Novel, das kann aber auch ein Brettspiel sein oder ein Theaterstück. Drei Beispiele möchte ich Ihnen gerne ganz, ganz kurz zeigen. Das erste ist eine Website, die entstanden ist von einem 17-jährigen Schüler aus Bochum zur letzten Ausschreibung Sport macht Gesellschaft. Und zwar hat er eine interaktive Website zum Bochumer Stadtbad, seiner Geschichte und seiner Bedeutung für die Bochumer Gesellschaft, die Bevölkerung erstellt. Und das ist eine ganz vielseitige Website, der Link ist auch unten mit drin. Es gibt zum Beispiel eine Zeitleiste mit historischen Dokumenten, Entwürfen zum Stimmbad, mit Fotos, Videos hat er auch eingebettet, Zeitzeugengespräche hat er geführt, und die teils als Audio, teils als Video
Beitrag mit in die Seite eingebettet und sie ist in dem Sinne interaktiv, dass es auch ein Kontaktformular gibt und ja, die Leute aus Bochum sich mit ihren eigenen Erinnerungen an das Stadtbad beteiligen können. Können da ihre eigenen Erinnerungen einreichen. Ein zweites Projekt, was ich Ihnen kurz zeigen wollte, ist eine App zum Thema Kriegsende in Berlin 1945. Das ist von einer 12-köpfigen Projektgruppe, 17 bis 18 Jahre alt, und die haben einen Stadtrundgang erstellt mit der Actionbound-App. Ein Stadtrundgang durch Berlin zum Thema Kriegsende 1945. Und ja, die Projektgruppe wollte Geschichte an ihrem Ort unmittelbar erfahrbar machen. Das, 1945 kam es in Berlin zu einem Massensuizid aus Panik vor den herannahenden russischen Panzern. Und dieses Datum, dieser Tag, wird jährlich von Neonazis auch missbraucht für Aufmärsche. Und das war der Ansporn für diese Gruppe, halt eben was Konkretes vor Ort zu machen, auch für die Mitschülerinnen, um darüber zu informieren und aufzuklären. Und ja, die haben das so ein bisschen als so eine Art Stadtrallye angelegt und haben das aber auch verknüpft mit Textquellen, mit Dokumenten, mit Bildern und Zeitzeugenaussagen. Und so ist ein interaktiver Stadtrundgang entstanden, der ungefähr 2 Stunden dauert und ist ja in erster Linie gedacht für Mitschülerinnen. Ein drittes Projekt zeige ich noch ganz kurz. Das ist entstanden mit jüngeren Schülerinnen, 10 bis 12 Jahre von der Gemeinschaftsschule in Thüringen. Und zwar haben die ein Brettspiel und ein Video gestaltet. Das war in der Ausschreibung 2018-19, wo es um Krisen und Umbrüche in der Geschichte ging. Und die haben angefangen damit, in den Familien der Kinder irgendwie zu fragen, was gibt es denn an Erinnerungen für den Ort? Und so hat eine Schülerin einen Stammbaum mitgebracht, der bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, und so ein bisschen entlanggehangelt an diesem Stammbaum haben die Schülerinnen dann so Krisen der Gemeinde recherchiert. Da geht es um die Pest, die Hexenverfolgung, den Zweiten Weltkrieg, und haben dann ein Spiel gestaltet, in dem quasi diese Krisen gemeistert werden müssen. Und die Kinder haben auch noch ein kleines Video gedreht, wo wir jetzt einfach mal ganz kurz in einen Ausschnitt reingucken, was einfach so eine sehr altersgemäße Form ist, die auch gut funktioniert. Ab zum nächsten! Wir sind hier an der Obermühle und die Jungs haben mich gerade gefunden. Und ich würde euch einfach mal was über die gute alte Mühle erzählen. Also sie wurde 1970 gebaut und sie stand vorher schon, also die Mühle. Aber das genaue Datum kennt man nicht. Aber ich kann euch nur sagen, die Mühle war noch nicht so groß, wie sie heute ist. Und vielleicht finde ich noch was heraus, dann könnten wir uns noch mal melden. Tschüss! Hallo, ich bin's, der Konrad, und ich zeige euch heute das Meer von der Obermühle. Und hier sieht man schon, wie das Wasser in Strömen runterfließt. Deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen lauter reden. Und naja, ciao. Geschichte macht Spaß. Und wir hoffen, dass wir was gewinnen. Genau, da sehen Sie, dass es auch nicht immer so ganz perfekt sein muss. Das hat irgendwie einen großen Charme und so sind alle Kinder an dem Projekt beteiligt gewesen. Genau, also von mir vielleicht noch so ein ganz paar Hinweise jetzt auch schon zum Abschluss zu kreativen Beiträgen, wenn Sie Lust haben, mit Ihren Schülerinnen und Schülern das zu machen. Also kreativ zu arbeiten kann Schülerinnen, glaube ich, dazu kann Herr Hoffmann aber noch mehr erzählen, sehr zur Motivation beitragen. Wichtig ist, dass der Geschichtswettbewerb aber in erster Linie ein historischer Forschungswettbewerb ist und dass darum immer auch die Frage gestellt werden sollte, ob das gewählte Format zum Inhalt und zu den Quellen des Themas passt. Also ein Video zum Beispiel eignet sich nur, wenn man dann auch die Bilder und idealerweise bewegtes Material hat, was man zeigen kann.
Ansonsten möchten wir vom Wettbewerb aus gar keine Einschränkungen vorgeben, welches Format. Also wir möchten zu ganz viel Kreativität einladen. Wir haben so ein paar Eckdaten, dass Filme und Audiobeiträge nicht länger sein sollen als 30 Minuten. Wir haben, bei uns wird ja online eingereicht, eine Upload-Grenze pro Beitrag von 90 MB. Wenn ein Beitrag im Einzelfall damit mal nicht auskommt, kann er aber auch quasi in der Dropbox oder per WeTransfer geschickt werden und dann können Sie in der Einreichdatenbank den Link eingeben. Es gibt ja auch so großformatige kreative Projekte wie Ausstellungen oder Modelle. Darf die bitte nicht im Original einschicken per Post oder so, sondern eine Fotodokumentation einreichen und die Jury kommt dann gegebenenfalls auf Nachfrage auf Sie zu, wenn Sie doch mal das Original einsehen möchte. Ansonsten ist wichtig, auch einen Arbeitsbericht beizufügen, in dem es auch einen Hinweis gibt auf die Idee und die Umsetzung, also warum die Entscheidung für dieses kreative Format und wie wurde das umgesetzt. Und ansonsten gebe ich noch den Tipp, in unserer Anleitung zur historischen Projektarbeit reinzuschauen, die auch in Kürze online gestellt wird, in unserem Tutorenbereich, wo es auch zu verschiedenen Formaten noch Anregungen und Tipps von unserer Seite gibt. Das soll es jetzt von mir aber auch schon gewesen sein. Und genau, jetzt freue ich mich, Thomas Hauptmann, dass Sie hier sind. Sie sind seit 2015 Tutor beim Geschichtswettbewerb und betreuen dort ja ausschließlich Gruppenbeiträge. Ne? Das sind Teams zwischen 4 und 12 Teilnehmenden, meistens 9. und 10. Klasse. Vom Nichtpreis bis zum dritten Bundespreis haben sie auch schon alles erreicht. Und ja, jetzt freue ich mich, dass Sie von Ihren Erfahrungen berichten. Vielen Dank für die vielen Lorbeeren. Ich hoffe, ich werde in den nächsten paar Minuten dem auch gerecht. Ich starte jetzt erstmal meine Präsentation. Okay, von meiner Stelle erst nochmal ein herzliches guten Tag oder wie wir hier in Bayern, selbst in Oberfranken sagen, grüß Gott. Mein Name ist Thomas Hauptmann. Ich bin Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde an der Sigmund-Löwe-Schule hier im oberfränkischen Kronach. Wir sind eine staatliche Realschule, eine von zwei im Stadtgebiet. Und wie die Frau Pörschke schon angedeutet hat, betreue ich seit dem Jahr 2015 Gruppenbeiträge für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Und das hat eine ganz, ganz einfache Bewandtnis. Im Schuljahr 2014-2015 habe ich auf meinem Stundenplan in der Jahresanfangskonferenz eine Abkürzung gefunden. Und zwar war die in den Nachmittag gelegt und die hieß PUZ. Ich hatte keinerlei Ahnung, wofür denn PUZ steht. Ich habe auch sehr, sehr lange gerätselt, auch mit meiner Banknachbarin während der Jahresanfangskonferenz geschwätzt, ob das jetzt Personalunterrichtszeit heißt. Also wir sind alle Sprachspiele durchgegangen. Schließlich habe ich meinen Schulleiter gefragt und er hat gesagt, es handelt sich um das neu geschaffene Wahlfach Politik und Zeitgeschichte, das ich ab diesem Schuljahr zu betreuen hätte. Also ich bin im Grunde genommen hier ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe ihn dann gefragt, noch in der Konferenz, was ich denn in diesem Wahlfach machen soll. Und das sei mir freigestellt. Ich muss dazu sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt der einzige Sozialkundelehrer bei uns an der Realschule. Ich bin das eigentlich auch bis heute noch, bis mit einer kleinen Unterbrechung, wo mal ein Kollege ein paar Jahre das Fach Sozialkunde auch mit betreut hat. Ich bin kein klassischer Sozialkundelehrer, weil ich das nie studiert habe. Aber als Geschichtslehrer geht man immer davon aus, dass die auch eine Verfassung lesen können und so wird man dann in Bayern Sozialkundelehrer. Ich habe dann lange überlegt, was mache ich jetzt in diesem Wahlfach inhaltlich und vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir am Jahresanfang, da quillt ein bisschen das Postfach über und alle möglichen Wettbewerbe werden eingereicht, europäischer Wettbewerb, irgendwelche regionalen Wettbewerbe, machen Sie hier mit bei dem Wettbewerb, hier gibt es die entsprechende Challenge und ich bin dann zum wiederholten Mal, aber jetzt halt ein Stück weit auch bewusster, auf den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten aufmerksam geworden. Schlicht und ergreifend deshalb, weil einfach die Art und Weise, wie er schon im Vorfeld beworben wird, mich deutlich mehr angesprochen hat. Also bin ich in mein neu geschaffenes Wahlfach gestartet und habe dann mit meinen Schülerinnen und Schülern angefangen, mich dem allerersten Thema zu widmen. Und so möchte ich jetzt auch in meinem kleinen, hoffentlich kurzen Vortrag, ich hoffe, ich schaffe das,
vorgehen. Ich werde mit Ihnen jetzt einfach ein Stück weit durch meine Wettbewerbsbeiträge durchmarschieren, vom Jahr 2014, 2015 an bis zur heutigen aktuellen Ausschreibung. Muss dazu sagen, Sie werden dann auf den Folien, die Ihnen im Nachgang ja auch zugesandt werden, meines Wissens, werden Sie dann auch immer eine Folie finden, auf der steht dann immer drauf Probleme und Bewahrenswertes. Ich habe das beibehalten. Ich habe diesen Vortrag in etwas abgewandelter Form bei der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen auch gehalten. Und weil dort der Schwerpunkt ein anderer war, sind wir auch auf Probleme und Schwierigkeiten, aber auch auf das Positive eingegangen. Und vielleicht hilft Ihnen das im Nachgang, wenn Sie die Folien und die Präsentation nochmal durchgehen. Das war mein erster Wettbewerbsbeitrag, auf den ich mich mit meiner Gruppe, die damals überwiegend und eigentlich auch bis heute aus Neunt- und Zehntklässlern besteht, haben wir uns der Geschichte eines Deserteurs angenommen, der wirklich in den letzten Kriegstagen in Kronach an jenem Baum, den Sie in dem Foto sehen, noch von einem dieser berühmten Schnellgerichte, weil er keinen entsprechenden Wehrpass dabei hatte, hingerichtet wurde, bevor dann entsprechend die deutschen Truppen sich aus Kronach zurückgezogen haben, weil die Amerikaner bereits vor den Toren der Stadt standen. Wir haben uns dann damit auseinandergesetzt. Am Ende kam ein Textdokument raus. Und wenn ich jetzt mal die aktuellen Zahlen nehme, lagen wir mit unserem Textdokument bis einschließlich heute bei 60% schriftlicher Beiträge eher wirklich im Mainstream, in der breiten Masse. Ich muss dazu sagen, es gab keinerlei kreativen Anteil bei diesem Textdokument. Und wie Sie hier schon sehen können, haben wir damals den kapitalen Fehler gemacht, den Wettbewerbsbeitrag und den Arbeitsbericht im Grunde genommen miteinander zu verbinden. Das war wirklich so ein kapitaler Fehler. Das ist das allererste. Aber dieses Textdokument hat uns in seiner Ausarbeitung und auf dem Weg dahin wirklich richtig viel Spaß gemacht, sofern man das bei diesem Thema sagen kann, weil wir eine ganze Menge mehr gelernt haben. Und das sage ich gleich jetzt im Vorfeld. Am Ende wird es auch noch mal als Fazit kommen. Lernen beim Geschichtswettbewerb betrifft nicht nur meine Schülerinnen und Schüler, sondern ich habe das jetzt wirklich in diesen letzten Jahren kennengelernt. Ich lerne jedes Mal auch etwas Neues dazu. Wir haben damals auch das Problem gehabt, dass wir sehr, sehr lange gebraucht haben, um uns überhaupt auf das Thema zu verständigen. Es war dann letztendlich die Initiative eines Schülers, der dann das ausgegraben hat und dann haben wir dann entsprechend geforscht. Aber wie gesagt, es wurde am Ende eben ein reines Textdokument, noch ohne jeden kreativen Anteil. Das habe ich dann entsprechend auch bei den Problemen ersichtlich gemacht und ist auch ein Stück weit die Zeit davon gelaufen, weil ich lediglich 45 Minuten in diesem Wahlfach habe. Und am Ende war es dann leider Gottes ein bisschen so, dass der Wahlfachlehrer doch viel zusammenschreiben musste und viel zusätzliche Stunden aufgebracht hat, damit am Ende wenigstens rechtzeitig etwas eingereicht werden konnte. Bei unserem zweiten Beitrag war das dann schon gänzlich anders. Ich wusste also im Vorfeld schon um diesen Geschichtswettbewerb. Ich wusste also auch schon ein bisschen mehr um die Vorgehensweise. Ich habe ein Stück weit mehr erkannt, wo meine Fehler und Probleme in der Herangehensweise lagen. Und habe dann zum Schuljahresbeginn im September das Thema vorgestellt. Für uns in Bayern ist es immer schon ein bisschen schwierig, weil das Thema wird ja am 1.9. bekannt gegeben. Bis wir ins Schuljahr starten und bis sich die Gruppen alles finden, muss man wirklich sagen, ist der September rum und teilweise auch der Oktober, sodass ich wirklich eigentlich erst im Oktober richtig mit dem Arbeiten beginnen kann. Und wie gesagt, im Hinterkopf immer diese 45 Minuten, die mir nur dafür zur Verfügung stehen. Bei dem Beitrag war es jetzt insofern toll, weil ein Schüler aus seiner Gemeinde die Idee mitgebracht hat, wir könnten doch über die Kirchenglocke seiner evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde dieses Projekt angehen. Und weil dieser Schüler so umtriebig war, war auch relativ schnell, ohne meinen Einfluss, die Idee geboren, wir könnten das Ganze doch in Form eines Kinderbuches machen. Und weil wir uns dann in der Gruppe sehr schnell darauf verständigt haben, dass das doch eine richtig tolle Idee wäre, für den Kindergarten dieses Ortes ganz gezielt eben diese Geschichte dieser Kirchenglocke zu erzählen, ging ab diesem Moment, und das war dann richtig toll für mich, ab Oktober, die Arbeit zwar nicht von selbst, aber man hat gesehen, dass viele meiner Schülerinnen und Schüler mit viel, viel größerer Begeisterung dabei gewesen sind. Ich habe Ihnen jetzt hier
in der Präsentation mal das Deckblatt gezeigt. Einmal links, wo steht Anna, die wechselvolle Geschichte einer Kirchenglocke. Das war so unser Standard-Hintergrundbild. Und ich hatte dann in meinem Wahlfach 2, 3 Schülerinnen, die sich vor allem um den kreativen Teil gekümmert haben, sprich die Zeichnungen, die interaktiven Stellen, die wir eingebaut haben. Also wenn Sie jetzt hier zum Beispiel diese weiße Fläche sehen, wo dann später die Kinder, die alle dieses Buch für sich individuell bekommen haben, auch etwas ergänzen und reinmalen können. Gleichzeitig hatte ich aber auch ganz viele umtriebige Schülerinnen und Schüler, die gerne diese Texte verfasst haben. Und es war dann vor allem sehr schön zu sehen, wie viel leichter sie sich damit tun, wenn sie jetzt plötzlich in diese Erzählerrolle der Anna schlüpfen. Und so hat dieses ganze Kinderbuch eben eine Erzählerin, sprich diese Kirchenglocke. Und die führt über 24 Seiten über und durch ihr bewegtes Schicksal bis einschließlich dann eben zu ihrer Rückkehr in die evangelische Gemeinde dann in Fischbach. Wir haben dann dieses Kinderbuch auch mehrfach gedruckt und dann eine kleine Übergabe in diesem Kindergarten vor Ort gemacht. Es war dann auch für uns dann und für meine Schülerinnen und Schüler ein ganz, ganz toller Moment, weil die Kinder wirklich echt begeistert waren. Jeder hat sein Buch bekommen, wo er dann auch auf der ersten Seite seinen eigenen Namen reinschreiben konnte. Dieses Kirchenglockenbuch gehört und dann den Namen entsprechend rein. Und es war natürlich für uns auch ganz, ganz aufregend zu sehen, wie unser Beitrag nicht einfach irgendein Textdokument ist, das dann ja vielleicht irgendwo verstaubt, sondern dieses Kirchenglockenbuch wird auch weiterhin nachgedruckt und im Kindergarten bis einschließlich heute noch an die Kinder verteilt, weil immerhin geht es ja um ihre Kirche. Wir haben dann zu meiner großen Begeisterung und zu unserer aller Überraschung dann dafür auch in Bayern einen Landessieg errungen und sind dann zu den besten 10 Arbeiten gekürt worden, die es in Bayern gegeben hat und hatten dann das Privileg, im Maximilianeum im Bayerischen Landtag dann auch bei der Preisverleihung dabei zu sein. Und das war dann natürlich nochmal ein entsprechendes Highlight für uns. Und so war für mich im Grunde genommen selbstverständlich, dass auch bei der nächsten Teilnahme es in irgendeiner Form wieder kreativ zugehen muss. Und muss jetzt etwas dazu sagen, jetzt kenne ich die Lehrpläne in anderen Bundesländern nicht so, aber bei uns zum Beispiel an der Realschule ist es üblich seit ein paar Jahren, dass man in der 9. Jahrgangsstufe eine sogenannte Projektpräsentation macht. Das heißt, ähnlich wie den Geschichtswettbewerb stellen wir ein Oberthema und jeder Fachlehrer muss dazu ein entsprechendes, zu seinem Fach passendes Unterthema stellen, das dann von einer kleinen Gruppe Schülerinnen und Schüler bearbeitet wird. Ich habe dann damals den Vorschlag gemacht, warum nehmen wir nicht einfach das Oberthema des Geschichtswettbewerbs, weil ich denke mal, Krisen gibt es so ziemlich in jedem Fach. Ich denke jetzt vor allem an meine mathematischen Krisen, über die könnte man sicherlich ganz, ganz lange schwadronieren, aber auch in anderen Fächern Religion, Chemie. Und die Kollegin, die das betreut, fand es eine gute Idee. Und so haben wir den Geschichtswettbewerb mit der Projektpräsentation gekoppelt. Und ich hatte dann eine kleine Wahlfachgruppe und die Schülerinnen, die Sie da jetzt sehen, 2 zumindest davon, gehörten auch gleichzeitig zu meiner Schulspielgruppe, was jetzt nicht ganz unerheblich wird. Und in diesem Jahr hatte ich dann das Problem, dass die Arbeit eher schleppend vonstatten ging. Also diese Koppelung mit der Projektpräsentation hat sich dann im Nachgang als eher als Hemmschuh erwiesen, als dass es wirklich vorwärts ging. Und ich habe dann in einer der Wahlfachsitzungen die Entscheidung gefällt, lasst uns doch einfach versuchen, einen Film daraus zu machen. Hintergrund ist die Revolution von 48-49 und hier bei uns in Kronach haben die Kronacher Jungfrauen in einer Gaststätte wirklich die Fahne genäht, die sie da jetzt entsprechend im Rathaus Innenhof auf diesem Bild gezeigt sehen. Und wir haben dann daraus ein kleines Theaterstück gemacht, wenn Sie so wollen, das wir dann in einem Film umgesetzt haben. Mein Problem bei der ganzen Geschichte war dann, es war ein Riesenschub für meine Schülerinnen und Schüler, als ich gesagt habe, lasst uns doch einen Film draus machen. Plötzlich war die Begeisterung im Wahlfach auch da, sich mit diesem Geschichtsthema auseinanderzusetzen. Der Haken an der ganzen Geschichte, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit Ihre Erfahrungen da so sind, meine Schule ist
bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich, was filmische Arbeit betrifft, eher mäßig bis gar nicht ausgestattet. Und wir haben dann eine sehr statische Projektpräsentation erstellt. Meine Kronacher Jungfrauen saßen in einer holzgetäfelten alten Wirtschaft, haben dann diese Fahne genäht und sind dabei gefilmt worden und haben letztendlich in ihren Dialogen diese Geschichte der Revolution von 48, 49 in Kronach Revue passieren lassen. Das Ganze haben wir im Grunde genommen gefilmt mit einem klassischen Camcorder, ohne Schneidprogramm, ohne zusätzliche Tonspuren etc., sodass das Ergebnis eher mau war, wenn man jetzt das Gesamtergebnis anschaut. Der Prozess bis dahin war hingegen wirklich mehr als spannend. Und das greife ich jetzt gleich auf meine Schlussfolie voraus, es war für uns insofern spannend, weil es der erste Schritt über diesen Wettbewerb hinaus gewesen ist, sich mit dem Medium Film überhaupt weiter auseinanderzusetzen. Und heute gehört es zum Beispiel bei meiner Arbeit, vor allem mit meinen Schulspielern, ganz selbstverständlich dazu, dass wir aus diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, bis heute weiterhin Erfahrungen ziehen, das Beste draus machen. Und mittlerweile drehen wir in den verschiedensten oder zu den verschiedensten Anlässen Filme. Wir haben also unsere Homepage mit verschiedenen Filmen versorgt. Wir haben jetzt während der Pandemie am digitalen Schultheaterfestival teilgenommen. Wir haben unsere letzte Weihnachtsvorstellung gestreamt. Wir haben beim Parlamentarierprojekt hier in Bayern teilgenommen und haben dann sogar einen Film gedreht, der dann im Kino gezeigt wurde hier bei uns vor Ort. Und jetzt für die aktuelle Theaterproduktion wird auch wieder ein Film entstehen, mittlerweile mit einer deutlich besseren technischen Ausstattung. Sollten Sie also das als kreativen Beitrag in Erwägung ziehen, brauchen Sie neben der technischen Ausstattung definitiv jemand, der wirklich richtig, richtig gut damit zurechtkommt. Ich selber bin da eher unversiert. Ich leite dann immer ein bisschen an und habe dann immer ein bisschen vielleicht so die Regie- und Drehbucheinfälle. Aber das Technische, da muss ich mich dann wirklich auf andere verlassen. Positiv, wie gesagt, war wirklich, dass wir aus dem Geschichtswettbewerb heraus für uns dann beschlossen haben, Mensch, lasst uns doch in diesem Medium weiterarbeiten. Dann kamen auch schon die bewegten Zeiten. Und da sage ich gleich dazu, das ist auch bis heute der Wettbewerbsbeitrag, auf den ich unabhängig vom Ergebnis wirklich am stolzesten bin, falls es diesen Begriff überhaupt gibt, weil dieser Wettbewerbsbeitrag während dieser ganzen Corona-Pandemie entstanden ist und unter anderem unter dem Gesichtspunkt entstanden ist, dass ich ja eigentlich mein Wahlfach gar nicht mehr durchführen durfte, weil, Sie wissen das ja selber, Schüler unterschiedlicher Klassen oder Jahrgangsstufen durften ja nicht mehr zusammen, zumindest war das hier in Bayern so, unterrichtet werden und damit bedeutete das Ende meines Wahlfachs. Genauer gesagt, eigentlich mitten in der Zeit, als wir wirklich schon am Werkeln und Basteln waren für unser Seifenkistel-Projekt, das Sie hier so in Auszügen sehen. Ich habe dann irgendwann in diesem ganzen Frust mir gedacht, na, vielleicht lässt sich das Ganze doch irgendwie digital weiterführen. Viele Schülerinnen und Schüler waren dann begeistert und haben gesagt, lassen Sie uns das wirklich digital weitermachen. Und so sind wir am Ball geblieben und haben unter anderem im Rahmen dieses Geschichtsprojektes eine digitale Schaltung an die Louisiana State University in Baton Rouge gehabt und ähnliche Geschichten und haben es dann wirklich am Ende doch geschafft, im Februar unseren Wettbewerbsbeitrag einzureichen. Er war jetzt in vielerlei Hinsicht kreativ. Zum einen haben wir, wie Sie es vielleicht im rechten Bild sehen, eine riesige Straßenfolie erstellt. Eine Straßenfolie, die zum einen Bilder zeigt, auf die wir zum allerersten Mal überhaupt im Kronacher Archiv gestoßen sind. Die schlummerten da den Schlaf der Gerechten. Ganz, ganz tolle Aufnahmen von dieser German Youth Activity der Streitkräfte, die damals hier in Kronach das Sagen hatten und die dieses Seifenkistelrennen organisiert haben, um die Jugend im Grunde genommen ein Stück weit an Fair Play und Demokratie heranzuführen. Und ich habe das Glück, einen Kollegen zu haben, der mich im Schulspiel unterstützt, indem er eine AG Bühnenbild hat. Das sind Jungs und Mädchen unseres Werkenzweiges, die sich bereit erklärt haben, jedes Jahr zu den Schulspielaufführungen auch das Bühnenbild zu gestalten. Und die haben sich dann im Werkraum zusammengefunden, natürlich immer unter den Gesichtspunkten, welche hygienischen
Regeln galten da und haben dann nach Bauplänen aus dem Jahr 1950, die wir einer alten Zeitung von damals entnommen haben, dieses Seifenkistel gebaut mit der entsprechenden Lenkung über Seilzüge. Und am Ende haben wir unseren Beitrag dann auf diese Straßenfolie gestellt. Der große Teddybär, den haben wir jetzt einfach als Fahrer reingesetzt, weil wir keine Schaufensterpuppe hatten. Und das kleine Buch, das der Teddybär da liest, heißt Seifenkistel Nummer 6 gewinnt und stammt aus den 50er Jahren. Und ganz links unten sehen Sie das Deckblatt unseres Arbeitsberichtes. Hier hat eine Schülerin dann im Stile der Zeichnungen, sage ich mal, aus den 50er Jahren, wenn Sie so an die Bücher von Erich Kästner denken, die ja von Walter Trier unter anderem illustriert wurden, habe ich ihr gesagt, versucht es doch in demselben Stil zusammenzukriegen. Und hier bündelt sich jetzt für mich das, was kreative Beiträge wirklich ausmacht. Ich habe auf der einen Seite wieder Leute, die unwahrscheinlich viel gezeichnet haben, die diesen Arbeitsbericht gestaltet haben. Ich habe Jungs und Mädels, die mit großem Feuereifer an diesem Seifenkistel gebaut haben. Ich habe Jungs und Mädels dabei, die diese Straßenfolie layoutet haben, die diese Berichte zusammengefasst haben. Und am Ende konnten wir dann auch, und das soll jetzt an dieser Stelle nicht verhehlt werden, was meinem Schulleiter immer ganz wichtig ist, natürlich auch richtiggehend präsentieren, was haben wir eigentlich geleistet. Und wenn ich jetzt an den Eingang zurückgehe, an dieses Textdokument, das habe ich halt versendet. Das war dann nicht mehr präsent. Der kreative Beitrag, ob das jetzt der Film ist, wie es die Frau Pörschke vorhin gesagt hat, die Ausstellung oder in dem Fall dieses Seifenkistel, das ist immer noch da. Und wir haben es jetzt zum Beispiel erst wieder für die Infoveranstaltung für unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler herausgeholt, aufgebaut, um zu zeigen, auch das ist Realschule in Bayern. Auch solche Sachen machen wir. Und ich bin deswegen ganz besonders stolz, weil wir dafür auch mit einem Förderpreis ausgezeichnet worden sind. Wir haben das wirklich spitz auf Knopf eingereicht und ich bin deswegen auch, und ich sage es gerne nochmal, riesenstolz auf meine Schülerinnen und Schüler, weil sie trotz der herausfordernden Zeiten echt dran geblieben sind. Und am Ende ist ein Beitrag entstanden, der für mich jetzt im Moment wirklich so den Höhepunkt dessen darstellt, was wir kreativ zusammengebracht haben. Und damit bin ich eigentlich fast schon an meinem Ende. Es steht ja jetzt die neue Wettbewerbsausschreibung an. Als Tutor des Wettbewerbs weiß ich ja bereits um das neue Thema. Das heißt, ich kann jetzt schon ein bisschen so meine Fühler ausstrecken, ohne zu verraten, um was es denn eigentlich geht. Und das ist das Schöne jetzt mit Blick auf den September. Ich sammle jetzt schon meine Ideen und werde definitiv einen kreativen Beitrag einreichen, wenn ich denn genug Schülerinnen und Schüler habe, weil auch das sei nicht verhehlt. Durch die Pandemie hat sich die Bereitschaft für den Wahlfachunterricht zumindest bei uns an der Schule doch deutlich gelegt. Warum würde ich trotzdem einen kreativen Beitrag einreichen? Ganz einfach, es hat mir gezeigt, dass ich meine Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichsten Fähigkeiten für diese Geschichtswettbewerbsthemen gewinnen kann. Ich habe jetzt bei dem letzten Beitrag gesehen, dass es letztendlich auch alle unsere Sinne angesprochen hat. Wir konnten wirklich unser Seifenkistel berühren. Wir konnten auch einsteigen und damit fahren. Wir hatten auch mal kurzzeitig drüber nachgedacht, ein richtiges Rennen am Originalschauplatz, aber das war dann logistisch doch ein bisschen zu viel. Für mich war es spannend, weil wir ganz, ganz viele neue Sachen ausprobiert haben, ob es jetzt der Filmbeitrag war oder entsprechend jetzt das mit der Straßenfolie oder ob es, wie wir es mal bei einem anderen Wettbewerb gemacht haben, auch das Hörspiel gewesen ist. Und es hat mir gezeigt, in dem Moment, wo ich einen kreativen Beitrag mir wünsche, dass meine Arbeit im Wahlfach viel, viel zielführender gewesen ist. Das hat man dann vor allem bei diesem Beitrag mit dem Kinderbuch gemerkt. Am Ende ist mir dann auch immer noch wichtig, dass ich das Ganze präsentieren kann, weil, wie gesagt, und das soll nicht unter den Teppich gekehrt werden, es geht auch immer ein bisschen so drum, als Schule sich zu präsentieren. Wir konkurrieren hier im Stadtgebiet von Kronach insgesamt unter 4 weiterführenden Schulen und jeder möchte natürlich sich hervorragend präsentieren. Und meinem Schulleiter ist es natürlich dann immer ganz, ganz besonders recht, wenn wir Theater spielen oder für den Geschichtswettbewerb eben etwas Kreatives präsentieren können. Und dann bin ich auch schon an meinem Ende angelangt. Für mich war die wichtigste Erfahrung seit 2014, wenn ich einen kreativen Beitrag mache,
ist das für mich auch der Punkt, wo ich merke, jetzt muss ich mich auch zurücknehmen. Ich bin immer so einer, der gerne versucht, alles im Grunde genommen in den Händen zu halten, das Ganze irgendwie immer über seinen Schreibtisch laufen zu lassen. Und die kreativen Beiträge haben mir dann doch gezeigt, dass ich dann wirklich meine Schüler laufen lassen kann und Gott sei Dank eher in eine Rolle, die mir manchmal immer noch schwerfällt, eher des Moderators, des Lenkers und des Verbindungsherstellenden zu schlüpfen. Und auf die Art und Weise identifizieren sich meine Schülerinnen und Schüler mit dem, was sie da leisten, deutlich mehr, als wenn ich mit ihnen jetzt nur ein Textdokument abliefere, obwohl ich diese Beiträge um Gottes Willen deswegen nicht kleinreden möchte. Ja, und schließlich und endlich, der Wettbewerb des Bundespräsidenten bedeutet für mich, wir machen Fehler ohne Ende in diesem Prozess. Wir haben Hindernisse im Weg, die wir aber gemeinsam immer überwunden haben. Und das ist für mich schon mal ganz wichtig. Dann betone ich nochmal, ich bin nicht nur der, der lehrt, sondern ich lerne auch eine ganze Menge mehr, auch über meine Heimat. Das soll nicht verhehlt werden. Also keines der Themen war mir vorher wirklich so geläufig. Es ist immer Teamarbeit zwischen meinen Schülerinnen und Schülern und mir. Und natürlich ist es großartig, wenn wir am Ende dann unsere Urkunde bekommen, jetzt nicht unbedingt nur als Siegerinnen und Sieger, sondern grundsätzlich als Teilnehmende, weil das auch immer sehr ansprechend gestaltet ist. Aber natürlich, und das kleine Video vorhin hat es gezeigt, freuen wir uns natürlich auch, wenn wir dafür dann auch ausgezeichnet werden. Zweimal hatten wir schon das Glück, jetzt treten wir dann hoffentlich im kommenden Schuljahr ein weiteres Mal an. Und mal sehen, ob wir irgendwann vielleicht dann doch mal nach Schloss Bellevue kommen. Und schließlich und endlich, und wenn ich schon ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesgebiet da habe, und das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht extra sagen, Zeit ist der wichtigste Faktor bei allem. Ich betone es nochmal, ich habe für alles immer nur 45 Minuten Zeit und ich verhehle jetzt nicht, vieles davon, was wir gemacht haben, ist definitiv auch zusätzliche Zeit gewesen, die ich in keinster Weise in irgendeiner Form irgendwo geltend machen kann. Aber am Ende, sage ich mal, ist das, was der Wettbewerb auch für mich mittlerweile bedeutet und wie wir da Anerkennung finden, doch die ganze Anstrengung, Kraft und den Zeitaufwand wert. So, und für Fragen und Wünsche stehe ich jetzt zur Verfügung und alle, die am Wettbewerb teilnehmen wollen, denen wünsche ich jetzt schon ganz, 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 ganz viel Spaß. Es ist nämlich richtig klasse, daran teilnehmen zu dürfen. Und dafür kriege ich definitiv kein Topfset von der Körperstiftung, sondern das kommt jetzt hier von ganzem Herzen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Herr Hauptmann, für die Präsentation und die Eindrücke.